So, was? Wir können theoretisch mal versuchen, eine Nuss hier in die Zahnräder zu geben. Ein Der Wartungsarm. Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Ja, okay. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay. Ich habe schon eine Idee. Wartet mal. Ihre Form erinnert mich an etwas. Wie Socken da drüber stülpen? Ja! Ja! Ich habe sozusagen einen Fuß in der Tür. Ja, wo du recht hast, hast du recht. So, hallo Auf Wartungsarm. einmal sind wir nicht mehr so stark, was? Na, komm mal her. Oh, wir haben tatsächlich den Arm ausgerissen. Ja, Auf einmal sind. das wollte ich nicht. Aber da dient uns sicherlich als Seitenschneider. Oh, wer ist denn das? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt da mit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. So, dann, ja, in die Luke. Dann helft mir mal Goal, der Elysianerin, so schnell es nur geht. So, ja. Können wir vielleicht den Amtmann, den Argus, Beamter? Jetzt schauen wir uns Einen mal Schritt an. näher und das Gemetzel beginnt. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Einen Schritt näher und. Okay, kann ich mit denen reden? Einen Schritt. Nein. Einen. Nein. Kann schon mal nur anklicken und nichts passiert. Okay, Goal? Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ja, das denke ich mir. Sie ist echt heiß. Sie passt. Ja, okay, gut, dann, welchen Hebel nehmen wir denn? Den linken. Haha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah! Was ist das? Oh. Oh! Das war dann wohl der falsche Hebel. Das wollte ich doch gar nicht. Verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los! Werft ihn über Bord! Das wollte ich doch gar nicht! Goal! Nein! Also müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink! Piu, piu, tschatschatschatschap! Erst bin ich hier, dann bin ich weg! Hier, weg! Naja, das hat nicht so ganz so funktioniert, wie er sich das wohl erhofft hatte, hä? Das sieht schmerzhaft aus. Nach dem schmerzhaften Start. Au! Wie er da so unbestanden ist. So nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BAM! Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Natürlich bist du das, Rufus. Oh Gott, ich glaube, wir sind jetzt jenseits der Schranke im Dorfzentrum. Oder am Dorfzentrum. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Können wir da entlang gehen? In die weite Ferne? Wohl nicht. Und Rufus geht mal ziemlich ab. Ein Stier. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Tja. Können wir den benutzen? Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ah, und das sehe ich ja schon. Wanted. Der Habe ist hier gesucht.
Hier sieht man wieder diese kleinen Querverweise auf Harveys neue Augen, / Edna bricht aus. Wie gesagt, ihr Frau könnt gern Hinkel beim Trickster mal reinschauen. Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Der arme Dackel. Tja, eine Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Dann eben bei der Traktür. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Tja, auch Schrott muss verschlossen die sein. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Da bin ich immer gespannt. Den werden wir sicherlich noch erfahren. Irgendwas muss es hier damit auf sich haben. So, schwarzes Brett. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir zum Dorfkern. Lauf, Rufus, so schnell wie der Wind! Oh Gott. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay, dann schauen wir doch gleich mal am Rathaus vorbei, bevor wir uns hier umsehen. Das machen wir später. Sieht ja sehr dringlich aus. Also gehen wir da auch schnellstmöglich hin. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Was um alles in der Welt. Lobo Gonzo Micek. Der Dorfkern Magnete haben wir hier. Fangen wir mal von links an. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Früher musste ich die Magnete noch mühselig im Schrott suchen. Ja, wenn du schon Magnete brauchst, dann nimm sie doch mit. Kann nicht verkehrt sein. Ein Automat. Ich hasse Schlangen. Ja. Ein Hebel. Eine Wartenummer. Ah, okay. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Naja, aber da fehlt noch eine 6, Rufus. Da fehlt noch eine 6. Öffnungszeiten. Aber zuerst reden wir mal, oder? Nein, wir schauen uns die Öffnungszeiten schnell an. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Ja, hier fehlt wohl noch die Uhrzeit. Müssen wir wohl noch irgendwelche Nummern finden oder was weiß ich. Okay, Micek. Selten so dämliche Hüte gesehen. Hallo, Micek. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Ja. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Jetzt kommt's. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Ja, und wie komme ich zum Bürgermeister? Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Natürlich. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben?
Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Ach, das wir könnten ist doch so dir auch nett. Einen Kuchen backen. Oh ja, bitte, danke. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen, bitte. Und, ach so, Mist, jetzt habe ich Hunger. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Tja, nervtötend. Im Ernst, lasst mich vor. Nein. Das war jetzt. Nein. Und das wollte ich gar nicht. Wo ist das Mädchen jetzt? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Was zur Hölle? Nette Hüte. Nette Hüte? Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Tja, die hat doch vorher Abdeckplanen hergestellt. Warum denn auch nicht? Ich verschwinde. So, und der Mietschek hat keinen Ton von sich gegeben. Alles klar. Lotti! Hallo, Lotti. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Lotti. Hallo, Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ach, ich weiß auch nicht, Lotti, mein Schatz. Können wir ein bisschen plaudern? Sorry, der musste sein. Wo ist die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Lotti ist einfach die Beste. Ich will zum Bürgermeister. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise mal vorlassen? Bitte, bitte, Lotti. Bitte lass mich doch vor. Sei doch so lieb. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber die Schlange bewegt sich ja nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. What the fuck? Lotti, beruhig dich. Ich will ja nichts Böses. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ja, ich möchte einen Wohnsitz abmelden. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Ja. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich, heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Schade eigentlich, Lotti hätte es bestimmt gefreut. Ich verschwinde. Gefreut. Lass dich nicht aufhalten. Ja, das glaube ich auch. So, hier haben wir eine Tür, da geht's zur Poststelle, zum Büro des Bürgermeisters und zum Sitzungssaal. Wir könnten uns natürlich einfach reinschmuggeln. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Richtig. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal zum Sitzungssaal und schauen, wie es der Goal so geht. Und da ist ja schon Dr. Gizmo. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Schneller, Rufus. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast.
Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Mhm. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber sie ist aber doch unsere Bekannte. Kurz. Gizmo! Ah! Rufus? Ich will ja nicht sagen, dass Gold noch bewusstlos ist. So, das reicht jetzt aber. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden. Ach, das schaffe ich doch mit links. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Na, das war doch was Gutes, oder etwa nicht?